Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Disney Streamlight Valley! So, dramatische Einleitung. Kurzes Update. Ihr seht's ja, da ist irgendwie Nebel. Ich bin nur gestern noch zu diesem komischen Baum da, unabsichtlich, wollte zur Ursula hierher, die war da, und bin rübergegangen, auf einmal, bam, boom, bang, alle Leute in ihre Häuser, zack, zack, alle, und kann keinen rausholen, man kann was machen. Der nicht. Gut, der kann hütten. Der kann nichts sein. Ja, ich... Gut, mal Blume. Das Witzige an der Sache ist nämlich, dass nicht mal der Verkaufsstand offen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann jetzt nicht einmal irgendwas dem Typen geben. Verkaufen schnell. Das heißt, wir müssen jetzt, ob wir wollen oder nicht, wir müssen jetzt die Main Quest fortsetzen. Und das werden wir jetzt auch tun. Hier, dann sind hier. Ich hätte mir gern wieder was für Kohle, wieder Karotten an Bord. Nö. Arsch mit Ohren. Funkt nicht. Seht ihr? Nicht mal dieses Schild geht. Hat so viel wie alles im Arsch irgendwie gerade. Okay. Nachdem ich das jetzt so treffend, meiner Meinung nach, formuliert habe, werde ich das jetzt... Einfach nochmal schauen, dass ich da noch ein paar Sachen wegbringe. Und dann werden wir das Einzige machen, was wir jetzt tun können. Nämlich untersuche die Hütte in dem lustigen Baumhaus. Also in dem Baum. Nicht Baumhaus. Nicht zum Zwecks falsch verstehen. Die nehmen wir darüber. Die auch. Ja, nehmen wir auch. Ist wurscht. Nein, das lassen wir da. Die auch, weil ich glaube, die Erze habe ich nämlich hier lagern. Ja, die habe ich hier lagern. Erst wieder. Nee. Soll ich es erst wieder rübergeben? Ah, das ist so eine Scheiße. Kacke, oder? Na, Goofy braucht ihn, das weiß ich. Gut. Schauen wir mal schön, was ich noch für Dinge habe. Mit Ursula geht nicht. Lebensseil, Eisenbahn. Ah, toll. Das Kokosnuss. Mit Mini. Jetzt nicht. Gut, das schaut ja gut aus. Wir holen jetzt noch geschwind irgendwas zum Essen. Ja, ich weiß, hätte ich alles schon vormachen können. Alter, gibt's ja nicht. Denke mal, ich hab doch wohl die Schwammerl schon gehabt. So, für was ich dies brauche, ist eine gute Frage. Die erste Reihe ignorieren wir einmal. Sonst kochen wir noch schön was. Ich weiß nicht, was Schwammerl hergeben. Rohkost. Nein, Abbruch, Abbruch, Abbruch! Ich brauche nämlich diese 20 Karotten für irgendwas. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber ich weiß, ich brauche 20. Habe ich hier noch. So, marschieren wir. Der Flug. Wer ist die Tusse da oben eigentlich? Du kennst vom Gesicht her, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Das weiß ich nicht. Natürlich will ich sie nicht beleidigen. Wenn sie eine Dame ist, dann ist sie natürlich eine Frau Tussi. Da gibt es aber viele Blümchen. Und Pilze. Wie er immer auf die Schnalle greift, wo eigentlich keiner ist. Hübsch. Ah, sie greift mich an! Na, doch nicht. Mutter Gothel. Oh, hallo, Schatz.
Endlich hat es jemand geschafft, die Tür zu meinem Gefängnis zu öffnen und mich zu befreien. Koi. Du bist es. Sind wir uns schon mal begegnet? Ah, du siehst aus wie... Nein, mein Fehler. Das muss wohl an deinem furchtbaren alltäglichen Gesicht liegen. Danke. Ha, ich habe dich nur geneckt, Schätzchen. Nimm nicht alles zu ernst, ich freue mich, dich zu sehen. Ewig eingesperrt, aber Humor hat's noch. Das schaut so aus. Der Herrscher hat dich hier eingesperrt? Warum? Na schön, ich gebe zu, ich habe vielleicht ein kleines bisschen mit dunkler Magie herumgespielt. Ich habe bloß versucht, einen Fluch zu erfinden, der jemanden wohlbehütet einsperrt. Warum sollte man sich in einem geheimen Turm abmühen, wenn man das einfach mit Magie tun kann? Das ist wirklich schlau. Endlich jemand, der meint, ich nicht zu schätzen, was sarkastisch. Hätte ich das markieren sollen? Nun, ich gebe zu, der Zauber ist vielleicht ein wenig außer Kontrolle geraten. Man könnte sogar sagen, er drohte das ganze Tal zu zerstören. Ich schätze, ich habe keine Ahnung, wie mächtig ich bin. Haha. Nun, dann hat unser Herrscher beschlossen, den Bann gegen mich auszusprechen und mich hier einzusperren. So sehr ich es schätze, dass du mich befreit hast, aber ich fürchte, du hast einen schrecklichen Fehler gemacht. Was soll das heißen? So wie ich durch meinen Fluch hier gefangen war, war auch der Fluch mit mir hier gefangen. Ah. Jetzt, da du mich befreit hast, hast du meine dunkle Magie auf das ganze Dorf losgelassen. Schnalz. Was für ein Chaos du angerichtet hast. Alter, ich habe nur versucht zu helfen. Ich weiß, Schätzchen, es ist wirklich tragisch. Aber wenn wir die Kugel wieder in die Säule des Vertrauens legen können, könnte der lästige dunkle Magie vertrieben werden. Du hast Glück, ich weiß zufällig, wo die Kugel ist. Danke. Sag es mir sofort, bevor ich wütend werde. Sagst du mir, wo sie ist? Oh, ich liebe meine Manieren. Deine Manieren, Kindchen. Da du so höflich bist, werde ich dich in mein kleines Geheimnis einladen. Bitte. Um Magie zu nutzen, die ich für meinen Fluch brauchte, muss ich die Kugel des Vertrauens aus der Säule reißen. Danke, dass du die warst. Bei den anderen war es wie anderer. Beeil dich. Lass uns zur Säule des Vertrauens gehen. Ich hatte aber auch nicht recht viel drin. Wenn es nicht länger als ein Tag eingesperrt ist, wo macht denn die ihr Geschäft hin? Na, vielleicht ist das Klo. Fragen über Fragen. Los, Pupal, rein. Pizza. Du willst mächtig sein? Schau, ich lass Nachtdorn verschwinden. Haha. Hallo. Siehst du die schwimmende Insel da drüben? Dort habe ich die Kugel des Vertrauens geworfen. Du kannst versuchen, sie zurückzuholen, aber nur, wenn du weißt, wie du dir Flügel wachsen lässt. Die Brücke zu dieser Insel ist vor langer Zeit zusammengebrochen. Noch ein Wort der Warnung zur Kugel des Vertrauens. Du kannst sie zwar sehen, aber du wirst sie nicht anfassen können, nett? Ich habe einen Zauber gesprochen, um sie zu verbergen. Aber er hat ein bisschen zu gut funktioniert. Sie befindet sich jetzt zwischen den Welten. Wie ein Traum kurz vor dem Aufwachen. Was? Alter, du hast es echt gut hingebracht. Dein Zauber hat nicht nur das halbe Dorf ins Unglück gestoßen, dann bist du einfach verbannt worden. Die Rettung davon, die Kugel hast auch noch irgendwie ins Nirvana befördert. Danke. Kannst nichts dagegen tun? Wenn ich könnte, hätte ich das schon längst getan. Versuch es bei Merlin. Lass den alten Zauber mal was Nützliches tun. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Schuh, Schuh. Alter. Nun gut, also die hat das jetzt alles verhunzt, da? Okay. Ist ja bei der Part dort 9 Minuten und wir haben schon das ganze Tal verflucht. Okay, hat man eigentlich schon vorher. So, finde Merlin. Ha!
Alle einkaufen? Warum kannst du nicht rumrennen? Nur weil du kein Zuhause hast? Ist das der Sandler, hat man jetzt einen Vorteil, oder wie? Oh! Wally war fleißig. So, Wally, gib dir Mühe. Achso, ja, stimmt, da war was. Dieser Streifen, der zeigt mich hin muss, ist cool, vor allem wenn er hinter mir ist. Manches so easy, manches so behindert. Mal gleich auf, bevor wieder kein Platz mehr da ist. L-Küchentheke, die werden wir halt klar, werden wir einfach bauen. Der sagt mir jetzt sicher, weil er so super toll ist, hat er es geschafft, dass er rauskommt aus seinem, wo immer er drin war, Hittl. Ich muss ja das Kind holen, wir gehen nämlich genau die drei ab. Jawohl. Merlin. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Handys. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Hör auf Merlin und Ursula. Ursula? Ah, da. Ist etwas strange. Ach Gott, in welchen Teich hat sie sich jetzt verzogen? Kannst du bitte mal stehen bleiben? Du bist hier, endlich. Ha. Nein. Oh. Ja. Oh, du bist es. Hervorragend. Hervorragend. Fast versus one. Ja, mein Problem ist jetzt, muss ich jetzt Level höher werden oder was genau mache ich jetzt? Ernsthaft? Eins und drum holen wir rein. Level 3 möchte ich dich noch bringen, dann schauen wir weiter. Ja, Ursula, gut gemacht. Moment. Psst.
Ja. Einen schönen Tag noch. Es gibt vielleicht einen Schatz, dafür kann ich zulassen, von jemand anderem sonst gefunden wird. Ich werde nachforschen, was für eine Art von Schatz es sein könnte und mich melden, sobald ich mehr weiß. Hallo. Freundlichen Dank. Ja, jetzt haben wir das Problem. Dass ich eigentlich nichts machen kann. Ich habe mir nämlich im Vorhinein Kanon mitgeteilt, dass ich jetzt irgendwie da. Kann ich eigentlich zu denen rein? Ja. Merlin! Oh, oh, hallo! Fordert Freundschaftslevel 6, schauen wir mal. Und das kriegst du jetzt nicht, das kriegst du was anderes. Da. Jawohl, Freundschaftslevel 6. So! Vielleicht muss man nur einen von den beiden auf einen höheren Level haben. Oh, hallöchen! Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Hast du Zeit, dass ich dir davon erzähle? Ja. Er hat einen seltsamen schwarzen Kristall gefunden, der. Was? Was? Im Wald vergraben war. Und in der Nähe von einem dunklen Portal, das Donner gegangen war. Und bemerkenswert ist, dass er mit ähnlicher Magie wie die Nachtdorn durchdrungen ist. Wir müssen nachforschen, um mehr zu erfahren. Ja, passt, machen wir. Das ist die einzige, die richtige Einstellung. Unsere Neugierde wird uns anspornen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. So, ich habe jetzt wirklich ein Problem. Hör auf Merlin und Ursula. Was soll ich jetzt da genau hören? Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Mit dem habe ich schon geredet, das passiert nicht mehr viel. Da wird nicht mehr viel rauskommen dabei. Ja, da. Okay, der macht nichts. Und jetzt? Ursula? Ah, die sind da unten. Der Dagobert ist auch draußen. Wieso sind die frei? Weil eigentlich sind ja alle eingesperrt, aber vielleicht liegt das wirklich jetzt an die Mission. Die geht mir auf den Sack. Habe ich das schon erwähnt? Hey, du! Da bist du ja. Ich habe etwas für dich. Ja, ich kann dann ein paar Edelsteine reinpfeifen. Das hat alles keinen Wert, was ich dir da geben kann. Das ist ja mein Problem. Okay, ich komme gleich wieder, Ursula. Ich hole mal was Wertvolleres. Okay, Leute, sobald ich weiß, wie es weitergeht, rennt die Aufnahme weiter. Ich werde die zwei jetzt mal kurz hochskillen, weil ich kann nicht mal einkaufen gehen gerade, weil einfach gerade nichts geht. Ich wüsste nämlich jetzt wirklich gern, wie ich jetzt weitermachen soll. Das heißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Ja. So, also die Lustige da meint, oh. Meint, ich soll,
den Merlin und der Meerhexe zuhören, aber irgendwie reden die nicht miteinander, so wie ich das gern hätte. Was mit der Ernte wäre schon cool. Theoretisch habe ich überall schon 3. Ist eigentlich eine Zauberin. Ja, Gartenarbeit ist ja egal. Und sprich mit Dagobert ist leibend. Vor allem, weil die alle irgendwie eingesperrt sind. Moment. Könnte sein, dass ich die Hütte von dem Lustigen da blöd platziert habe und dass das die blockt? Weil mein Hauptding ist ja. Also Merlin-Ding zuhören. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Das ist die andere Quest. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Bitte hör auf mit dem. So. Ihr seht es selbst, ich habe jetzt ein Problem. Gut, also ich habe 3 Garten damit. So, das heißt, ich werde jetzt mal eins machen. Spiel sichern, zurück zum Titelbildschirm. Schauen wir mal. Das hat er mal letztes Jahr gesagt, aber wieso funktioniert das jetzt bitte nicht? Vor allem, weil es dann ja doch funktioniert wiederum, ne? Unglaublich. Maui seine Hütte hat das blockiert. So, sprich zu mir. Ich hätte es wissen müssen. Sie wollte das nicht. Wenn man sich in die dunkle Magie einmischt, muss man mit dem Unerwarteten rechnen. Mutter Gothel hätte es besser wissen müssen. Die meisten Dorfbewohner sind durch diesen vermaledeiten Fluch in den Häusern gefangen. Ursula und ich konnten uns nur befreien, weil wir selbst etwas Magie eingesetzt haben, um ihn abzuwehren. Um diesen Fluch zu brechen, müssen wir die Säule des Vertrauens wiederherstellen, aber das könnte einen schrecklichen Preis haben. Ich kenne einen Zauberspruch, der funktionieren könnte, aber es ist gefährlich. Er verlangt Opfer, die du vielleicht nicht bringen willst. Der Zauber wird dich an einen anderen Ort bringen, irgendwo zwischen hier und dort, wo die Kugel des Vertrauens versteckt war. Es ist nicht leicht, dorthin zu gelangen und es ist gefährlich, dort festzusitzen. Was ist das hier und dort? Es ist ein Ort zwischen beiden Welten, der aus reiner Magie besteht. Im Hier und Dort gelten die Regeln unserer Welt nicht.
Man kann durch Dinge gehen und Dinge sehen, die man nicht sehen sollte. Man könnte es sogar wagen, in die Luft zu gehen. Aber normalerweise bekommen Dinge oder Menschen, die das hier und dort gehen, nie zurück, um zu erzählen, was sie gesehen haben. Kann ich zurückkommen? Die Magie der wiederhergestellten Säule des Vertrauens sollte ausreichen, um dich ins Dreamlight Valley zurückzurufen. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass man der Meerhexe vertrauen kann. Was ist der Zauber? Einer, für den du Ursulas Hilfe brauchst. Ich fürchte, diese Art von Magie ist nicht meine Spezialität. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Dann, tararan, tararan, dann, dann. Hallo, wie typisch, immer überlassen bärtige alte Knacker den Hexen die ganze Drecksarbeit. Den Hexen und dir, wie es aussieht. Sag mal, Wicked, bist du bereit zu tun, was nötig ist? Ja, alles für Dreamlight Valley. Ha, das wird sich zeigen. Nun, Schätzchen, einige von uns haben es geschafft, sich von der dunklen Magie zu befreien, die im Dorf wütet. Aber wir müssen etwas, aufgeben, um die anderen zu befreien. Merlin schenkte mir sein Vertrauen. In Anbetracht unserer Vorgeschichte könnte das genug Opfer sein. Was mich betrifft, so opfere ich meinen Schatz für das Allgemeinwohl. Ganz schön nobel von mir, findest du nicht? Bleibt noch Christoph. Er hat den Fluch abgewehrt, bevor er ihn einsperren konnte. Es liegt an dir, etwas von ihm zu bekommen, das größte Opfer von allen. Seine Liebe. Er muss bereit sein, all seine Erinnerungen und seine Liebe Anna aufzugeben, um das Dorf zu retten. Das ist ja furchtbar. Du musst. Das ist die einzige Hoffnung, eine Freunde zu retten. Zuletzt brauchen wir noch ein paar Zutaten, um den Zauber zu vervollständigen. Hol dir ein paar dieser Traumscherben und Nachtscherben. Wenn du alles hast, was wir brauchen, treffen wir uns in der Grotte, in der wir uns zuerst getroffen haben. Ich werde den Zauber dort ausführen. Das danke ist da hinten. Sehr, Herzchen. Und jetzt hinfort mit dir. Nachtscherbe, Nachtscherbe. Gut. Hört sich nicht so schlimm an. Hui. Aber ich hole mir zuerst die Nachtscherben. Bleib kurz da, Typ. Ich komme gleich. Die habe ich ja, glaube ich. Traumscherbe, Nachtscherbe. Alles Roger, Kambodscha. Wo ist er? Ey Mensch, jetzt tu nicht so. Du warst gerade da. Fuck, ist der schnell. Alter, kann der das auch so wie ich? So. Ich bräuchte deine Hilfe. Überall ist diese dunkle Magie. Ich habe es kaum geschafft, sie abzuwehren. Es ist ein Fluch, den Mutter Gothel ausgesprochen hat. Ich brauche deine Hilfe, um ihn zu brechen. Ja. Ich tue alles. Sag mir, was du brauchst. Du musst zustimmen, deine Liebe zu Anna aufzugeben. All deine Erinnerungen an sie. Was? Das ist doch verrückt. Anna bedeutet mir alles. Ich werde meine Erinnerungen an sie nie aufgeben. Die einzige Hoffnung, die wir haben. Das heißt, es ist auch die einzige Hoffnung, die Anna hat, seufzt. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, das Tal zu retten, werde ich es tun. Die Liebe, die ich für Anna empfinde und ihre Liebe für mich, wird alles überstehen. Ich vertraue darauf, dass du mir hilfst, meine Erinnerungen zurückzubekommen. Natürlich. Ich werde dir nachher dann helfen. Nachdem der Rest wieder läuft, komme ich zu dir, okay? Aber für den Moment werde ich sie aufgeben. Wiedersehen. Ciao. Ist schon wieder da. Ich schaue, ob das schon wieder da ist, weil auch noch einiges von diesen Dingen. Ah, der hat ja nichts Sinnvolles gehabt. Ich bräuchte nämlich noch einiges von diesem Eisenzeug. Wenn ich schon da bin. Hat sich's genau nicht ausgezahlt, weil ich habe nicht einen Traum dafür gekriegt, dass ich wirklich brauchen hätte können. Naja, gut. Who cares?
Mach hier mal weiter. So, geh mal. Wir waren da eher an einer guten Stelle. Da haben wir nur da ums Eck und weiter geht's. Banana. So, darf ich jetzt wieder in eine Zwischenwelt? Das ist aber schön. Sieh dir dieses Streamline. Das habe ich für ein Glück. Du machst das sehr gut. Ursula. So. Oh, du bist es. Der Junge hat akzeptiert. Du bist wirklich sehr überzeugend. Ich bin fast beeindruckt. Jetzt muss nur noch ein Opfer gebracht werden. Deines. Ich brauche deine Magie. Das ist ein Trick. Ein Trick? Mach dich nicht lächerlich. Ich habe größere Pläne mit dir, als dir nur deine Magie zu nehmen. Wenn du jemandem die Schuld geben willst, gib sie Mutter Gothel. Sie hat diesen Fluch geschaffen. Er wird uns für immer plagen, wenn du ihn nicht beendest. Jetzt, wenn ich alle Zutaten habe, kann ich den Zauber wirken. Reise ins Hier und Dort, hol die Kugel des Vertrauens zurück und hebe den Fluch auf. Trödel nicht herum, Schätzchen, unser Schicksal liegt in deinen Händen. Cool. Bin Spectral. Okay. Bin spektral, kann ich teleporten? Aber sehen du ihn nicht für irgendwie? Ah, davon. Cool, ich kann einfach durchrennen. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder zurück. So, ich komme mal so, ich bin voll im Minimaus-Style gerade. Bam! Lass mich raten, sind alle bei mir da. Nein! Was? Ich rette die Welt, jetzt bin allein? Keiner findet es so Mühe wert, hierher zu kommen? Mich alle lieb haben, wirklich. Ich werde nichts mehr für euch machen. Aber die muss ich jetzt weggeben. Das ist so viel auf dem Fleck. Das nervt mich die ganze Zeit schon. Aber gut, wir haben es geschafft. Es sind theoretisch die Typen wieder frei. Das heißt, ich kann auch meine Begleiter wieder mitnehmen, was ja doch ein größerer Vorteil ist. So, da, da. Und da haben wir Grammer da, weil ich hier so noch nicht mehr so ein Loch Gramm habe. Oh, nichts Tolles. So. Sprich mit der Tusse, die ist da drin. Du hast wieder einmal alle gerettet, wie immer. Ja, ich bin der Beste. Wie geht's, wie entsetzlich. Jetzt habe ich dein übertriebenes Ego noch weiter aufgebläht. Halt, du erinnerst dich tatsächlich nicht, oder? Na, dann will ich die Erste sein, die dich wieder willkommen heißt. In dem Tal, das einst deine Heimat war. Was? Du bist unser Herrscher, Majestät. Ich bin was? Der alte Herrscher, du solltest besser zuhören, mein Lieber. Vor langer Zeit hast du dieses Land regiert. Die Dinge liefen gut und du hast dir sehr viele Freunde gemacht. Aber dann hast du dich verändert.
Und eines Tages bist du schwuppdiwupp einfach so spurlos verschwunden. Während deiner Abwesenheit begann etwas Böses an Macht zu gewinnen. Bis es das Vergessen auslöste. Wenn du das Vergessen beenden willst, musst du einen Weg finden, es zu erreichen und ein für alle Mal auszulöschen. Erkunde weiter das Land, Majestät. Vielleicht findest du sogar jemanden, der dir dabei hilft. Ja. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin der Typ. Boah. Das nennt sich mal eine Wende. Also bin ich eigentlich ein Arschloch. So sieht's. Weil ich mich verpisst habe einfach. So, jetzt machen wir mal geschwind den Rest fertig, dann, bevor wir da weitermachen. Sprich mit Dagobert, wo gerade der jetzt rum? Da oben. Ich freue mich schon so auf mein Date mit Mickey. Ja. Keine Zeit für Gefühlsdusel. Hey, ich habe einen Job für dich. Ja, ich will was fertig machen. Wie wär's mit einer Arbeit? Warum musste ich den Morgen so früh beginnen lassen? So, was haben wir jetzt alles noch anstehen da? Da brauche ich noch, sprich mit Goofy. Kann man das Niederland machen? Ich geh mal, sprich mit Goofy. Schönen Tag, was willst du noch? Sie können es sich wieder sein. Ich brauche nur ein bisschen Arbeit, um angemessen zu dekorieren. Keine Sorge. Ich werde versuchen, diesen traurigen Sumpf in einen Ort zu fahren, der sonnig und einladend ist. Ich habe keine Zweifel, dass du einen Erfolg haben wirst, Wicked. Freundlichen Dank. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So. Gut, wir könnten aber eigentlich jetzt einen kurzen Cut reinhauen, weil wir haben jetzt das Riesending. Riesending. Wir haben praktisch gesehen das Ding fertig. Hey du! Hey du! Wir haben praktisch fertig, dass wir. Sag mal, das brauche ich für Quest. Wir haben das eigentlich jetzt soweit fertig. Dass wir wieder alle Leute befreit haben und können jetzt wieder uns normalen Geschäften widmen, sagen wir mal so. Die weiß ich, kann ich kaufen. Die brauche ich nie. So, kaufen. Fuck! Ja, Mini. Es ist toll. Mit Goofy kann man noch reden, geschwind. Diese Nachtdorn. So. Hey, Goof, Goof. Hallo, Kumpel. Ich bin mir sicher, dass dein Ratschlag, wenn er verkauft will. Ui, Christoph wird seinen eigenen Verkaufsstand haben, oder? Das ist ja toll. Und sonst gesagt, er ist wirklich ein tollpatschiger Angler. Ich bin froh, dass er nicht beruflich machen will. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles habe, was er braucht. Das sind Teile von meinem ersten Verkaufsstand, aber du wirst ihn reparieren müssen. Ja. Du wirst einen soliden Stein für ein gutes Fundament brauchen. Etwas Weich- und Hartholz für den Rahmen. Und Eisenbanden. Damit alles mit Nägeln zusammengehalten wird. Viel Glück beim Zusammenbau. Meinetwegen. Jetzt geht's langsam wirklich ans Farmen, kommt man schon vor. Viel. Viel. Alter. Wenn wir es mit der Mini könnten wir noch machen.
Na komm mit. Let's do this. So, wir müssen irgendwas Blaues pflücken. Was mich jetzt gerade wundert, weil ich das in die Kommentare auch letztens wieder geschrieben habe, gesagt habe im Video und jetzt gerade wieder an einen von den Kommentaren, wer geantwortet hat drauf. In Berlin, der glaube ich, war das. Ich sage, ich merke meinen Namen so schlecht. Aber ich glaube, die. Es ist hell. Warum ist es hell? In Wirklichkeit ist es 9:30 am Abend. Sehr strange. Wo kommt das her? Achso, es war so Merlin-Aufgabe, gut. Gib mir mehr Hund, töte. Ich brauche ja auch noch das Hartholz alles. Das heißt, ich muss hier sowieso noch mal vorher durch. Ah ja, da wollte ich auch mal her. Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Und der braucht Weichholz auch, das macht nichts. So, F. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt. Ich sehe schon. Jetzt geht es nicht mit den Blumen. Das ist ja so eine Blumensammelgeschichte. Das wird jetzt wieder eine lästige Angelegenheit. Macht aber nichts. Dann werden wir halt hier einen Cut rein. Einen Cut und den Part jetzt wirklich jetzt beenden. Jetzt sind wir schon bei 35 Minuten. Ich wollte eh ein bisschen runterschrauben mit der Partlänge. Vor allem, ich könnte locker auf die Stunde kommen, indem ich jetzt einfach farmen gehe und im Kreis renne, aber das ist ja nicht interessant, wenn ich nur rumhau. Nur Stöckchen holen gehe. So viel heißt, wie ich gehe zuerst mal Stöckchen holen ohne euch und dann seid ihr wieder da. Natürlich. Wie schaut denn eigentlich aus, was ich da brauche? Blaue Sternlilie. Verkauf irgendwas. Hey Goofy. Ist ja wirklich. Das ist ja wirklich zum. Na. Ja, verkauft diese Mist. Ja, gut, okay. Also, ich werde jetzt da probieren, hier das so weit hinzukriegen. Dass man für die anderen Quests die Mats habt, dann muss ich aber noch ein bisschen rumfarmen, also rumrennen, einsammeln, im Kreis rennen, das ist jetzt nicht sonderlich berauschend wahrscheinlich. Auch wenn ich total gerne einfach noch rumrennen, vor mich hinquatschen, mache ich wirklich gern, das wisst ihr. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, wie wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, weil ich habe da zwei, drei Quests und alle müssen irgendwie. Und alle möchten irgendwie nur herumrennen haben und aufsammeln, das wird dann ein bisschen lang. So viel kann nicht nur ich jetzt die ganze Zeit daher reden, ohne dass das jetzt irgendwie, wie ich mich wiederhole oder langweilig wird. Geh einfach weg, okay? Geh einfach weg mit deiner ekelhaften Fröhlichkeit da gerade, weil wegen dir kann ich da jetzt blöd im Kreis rennen. Na, ah, hab normal nichts gegen fröhliche Menschen, aber wegen der muss ich da jetzt da unten dran und auf eine Blume warten.
Und dann tüdelt es mich auch noch so an. Das ist nicht. Nicht cool. Uncool, Mini. Gut. Mehr geht eh nicht mehr. Dann renne ich jetzt mal im Kreis. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment. Nicht vergessen. Bis dann und ciao.